So, wir kommen heute nun endlich zu den neuen Clicker Idle und Incremental Games. Als letztes jetzt noch einen Blick auf das My Sunny Resort, nachdem es ja vorhin im Wartungsmodus gewesen ist. Willkommen in deinem Resort. Du hast in dieser Insel im Lotto gewonnen. Ja, ich wollte schon immer eine Insel im Lotto gewinnen. Ich spiele bloß kein Lotto, das ist das Blöde dabei. Baue dein Traumresort auf und biete deinen Gästen einen unvergesslichen Urlaub. So, als erstes einen kleinen Bungalow. Auf jeden Fall schon mal Ruhe, das ist sehr angenehm. Okay, aber es ist noch nicht alles freigeschaltet. Spieleinstellungen. Erweiterte Einstellungen. Grafikqualität, Performance optimieren, Spezial-NPCs verstecken. Spieler dürfen mein Resort besuchen. Okay. Mein Avatar. Ich bin schon ein alter Mann. Aber besonders interessant sehen die meisten hier nicht aus. Dann nehme ich wenigstens den da. Vollbild ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Rein und raus tun. Benötigst Level 2, um das Gebäude Ausflugsboot bauen zu können. Kartenteile, legendäre Sehenswürdigkeiten. Okay, sind ja zumindest keine Mini-Klicks-Sachen. Kleiner Geröllhaufen. Die werden doch bestimmt noch irgendwann weggemacht werden müssen. Sammle Kartenteile für Sehenswürdigkeiten durch die Teilnahme an Aktionen oder erhalte sie von Bonusgeschenk Spezial-NPCs. Spezial-NPCs, die also Freunde sind. Rezeption Strand. Ab Level 8 kannst du Mitarbeitergebäude bauen. Benötigst Level 30, um das Gebäude Taxistand bauen zu können. Wieso zeigt mir denn das ganze Zeug an, wenn ich das eh alles noch nicht benutzen kann? Wir haben schon eine Rezeption, aber keine Bungalows. Wir müssen schnell ändern. Klicke dazu auf den Shop. Kleiner Bungalow für 3 Leute. Für 5000. 20.000 habe ich aktuell. Das Hörpreis ergibt sich aus der Einrichtung der Sternenklasse der zugewiesenen Gäste. Wähle den Bungalow aus deinem Inventar. Na, da unten. Pah, kleiner Bungalow ist gut. Da wird nicht viel auf die Insel passen, wenn das Zeug alles so groß ist. Okay, fertig gebaut. Jawohl, Hälfte kriege ich wieder. Und deine Aufgabe. Gäste bezahlen leider nicht für einen leeren Bungalow, damit sich wohlfühlen brauchen wir eine minimale Ausstattung. Bett, Dusche und Fernseher. Lass uns Möbel einkaufen. Okay, das heißt, ich muss erst das Zeug alles kaufen. Bett einfach. Dusche ebenso. Und Fernseher soll ich noch kaufen. Okay, um die Möbel im Bungalow zu blenden, zuerst das Dach aus. Okay, das heißt, ich muss die echt manuell da reinsetzen. Kann ich das Zeug drehen? Das heißt, wenn das Ding voll ist, ist es voll. Dann passt auch nicht mehr rein. Jedes Möbelstück erhöht den Zimmerpreis. Okay, plus 6 Komfort, plus 5 Gast. Setze das später weitere Möbel in den Bungalow, um den Zimmerpreis zu erhöhen. Am besten einfach alles vollstopfen und wenn der Gast dann auch nicht mehr reinpasst. Okay, die ersten Gäste sind an der Rezeption angekommen. So, ein Stern, Unterkunft anbieten. Das heißt, bis 907 würdet ihr zahlen. Na gut. Die sind dann schon fast pleite. Das heißt, Hälfte ihrer Urlaubskasse ist weg. Snackbar, Blumentopf, Strandgas. Die Gäste haben Hunger. Wir sollten eine Snackbar bauen. Genau, damit ich ihnen mehr Kohle abknöpfen kann. Snackbar, 1000. Bin noch nicht überzeugt, ob das von der Anordnung her alles so optimal ist. Hilf mit beim Bau. Klicke auf den Hammer, dann brauchst du nicht so lange zu warten. Habe ich dafür jetzt irgendeine Premium-Währung ausgegeben? 10 Muscheln habe ich aktuell. Wie viele Muscheln müsstest du wechseln? Gar keine. Das ist wieder Steam. 100 Muscheln für 10 € und 1600 Muscheln für 100 € bis 4000 Muscheln für 250. Schau da, da hat schon jemand Hunger. Klicke auf den Gast und setze ihn in die Snackbar. Okay, das heißt, wenn eure Kohle alle ist, haut ihr wahrscheinlich ab, oder? Der Gast hat bezahlt und dort hat jemand eine Frage. Klicke auf den Pin über den Gast. Frage. Aha. Setze einen Gast mit Bedürfnissen in ein passendes Gebäude. Du bekommst dafür Erfahrungspunkte und Geld. Klicke eine Frage einfach an, um sie zu beantworten. Du bekommst dafür Erfahrungspunkte. Okay, also ich muss sie nur anklicken, ich muss ihm aber nichts erzählen können. Eine Steckerin lockt mehr Gäste an, lass uns Dekoration für unseren Garten kaufen. Klicke auf den Shop. Strandtücher sind natürlich ganz toll. Damit dekoriert man doch gerne seinen Strand. Frangipanibet weiß. Und noch eine Holzliege mit Handtuch. Okay, platziere die neuen, um mehr Gäste anzulocken. Kann ich einfach irgendwo hinkleistern.
Ja, bestimmt kommt da Unmengen an. Platziere einen Strandbedarfsshop. Ich kann es echt nur verschieben, aber ich kann es nicht drehen. Geld abholen. 7 Hoteldollar. Tja, noch habe ich sie nicht ausreichend geschröpft. Strandbedarfsshop. Jetzt werde ich auf jeden Fall ohne Sonne da durchgeleitet. Ah doch, da ist die Sonne wieder. Hol den Strandbedarf schon an den Strand. Du kannst ihn drehen, bevor du ihn platzierst. Ach, bei dem geht das. Gäste bezahlen beim Einchecken den Zimmerpreis aus ihrer Urlaubskasse. Auch wenn du Gäste mit Bedürfnis in ein Gebäude setzt, bezahlen sie dies aus ihrer Urlaubskasse. Ist die Urlaubskasse aufgebraucht, reisen die Gäste ab. Du bekommst eine Belohnung. Ich werde ganz sicher nicht noch mehr Muscheln einsetzen. Nee, mache ich nicht. Kannst dich auf den Kopf stellen. Wir anderen besonders oft scheinen ja keine Bedürfnisse zu haben. Und ich darf jetzt wieder nichts weiter einkaufen. Ich kann deine Gäste ihr Essen genießen. Aber was haben die Schlösser dazu bedeuten? Kann ich das Ding noch aufleveln? Ah, das sind die drei Leute, die da drin sind. Ah, ich kann das Ding zwar dann später abbauen, aber im Moment noch nicht. Bin mal gespannt, ob ich dann später die einzelnen Inseln dort irgendwie extra besiedeln kann. Weil, wie gesagt, viel Platz scheint die ja nicht zu haben. Ab Level 40. Okay. Hat auch geklappt, ohne die Muschel auszugeben. So, Level 4. Ich habe eine Qualle im Meer gesehen. Warum gibt es hier keinen Pool? Um deine aktuelle Aufgabe zu klicke mich an. Erreiche innerhalb von der vorgegebenen Zeit Level 10 und erhalte wertvolle Belohnungen. Quallenalarm, zweiter Bungalow. Was entsteht zwischen Hoteldollar und Muscheln? Wie bekomme ich Geld? Wie bekomme ich neue Gäste? Wir möchten dann in ein Hotel einchecken. Wie viele Gäste maximal pro Tag dein Hotel einchecken, hängt von der gesammelten Beliebtheit ab, die sich durch die Dekoration und Aktivität des Ressorts ergibt. Baue den Pool, baue weitere Bungalows, erreiche Level 8. Nächste Gästegruppe in 13 Minuten. Oh, und die wollen jetzt schon einziehen? Also, Bungalow bauen und diesen komischen Pool. So, dann brauche ich da noch wieder Dekoration. Ein Bett. Eine Dusche und ein Fernseher. So, dann kriegt er zumindest die gleiche Ausstattung erstmal. Weg, Sandburg, Gebäude, Pool einfach. So, bauen wir erstmal den Bungalow noch mit hin. Ah, die Pflanzen müssen auch gegossen werden, okay. Ein Mandelbaum? Habe ich den gekauft? Oder hat sie mir den angedreht? Aufgabe erledigt, ich pflanze einen neuen Baum. Ein neues Dingsbums. Platziere einen neuen Außenmöbel. Platziere eine neue besondere Dekoration. Platziere zwei neue Möbel in deinen Unterkünften. Platze drei neue Blumen. 916, ein Stern, drei Personen. So. Was heißt denn das unvollständig? Ah, okay, Fernseher und Dusche ist ein Minimum. So, mal gucken. Wo zeigst du mir jetzt den Preis an, den du bisher hast? Erst bei 233 nimmt er dann die nächste Stufe an. Das heißt, bis dahin ist es eh 195. Naja, wobei die Möbel geben ja dann doch noch einen gewissen Bonus. Oder wie war das? Der Sessel hat zumindest einen Komfort von 8 noch dazu. Teppich klein wird auf Stufe 9 freigeschaltet. Wieso ist der Schloss schon offen? Ah, ich kann ihn mit Muscheln schon freischalten. Die anderen kann ich auch so noch nicht freischalten. Probieren wir mal das aus. Blumentopf. Einen einfachen Sessel. 6 Preis pro Gast. Und den Pool, den soll ich auch noch hinsetzen. 2 Minuten. Sternklasse gestiegen. Glückwunsch, jetzt kannst du diese Unterkunft Gästen mit mehr Sternen anbieten. Sie zahlen einen höheren Zimmerpreis und geben mehr Geld aus. Hier ist irgendwie die Anzeige nicht korrekt. Auf jeden Fall ist der Preis jetzt bei 205 statt 195. Dann kann ich dich ja jetzt einchecken.
Saisonfachmann, habe 4 Gäste gleichzeitig. Okay. Meine Erfolge. Habe 10 Gäste gleichzeitig. 10 Storyaufgaben, Unterkünfte mit einem Stern. 5 Stück. Wie soll ich denn die alle hinbringen? So viel Platz habe ich doch auf der Insel gar nicht. Wir haben jetzt 15 Gäste, 16 verschiedene Möbel. Saisonfachmann. Die sind bereits abgeschlossen, die sind noch offen. Ressortstatistik habe ich noch nicht. Dekorationen, Pflanzen, Blumen, besondere Deko, Blumen, Bäume, Außenmöbel. Okay, das heißt, diese komische Decke ist eine besondere Deko. Bisher habe ich 3 Gebäude und 2 Unterkünfte. Was willst du? Okay, jetzt kann da immer nur einer essen gehen. Gebäude, Mitarbeiter einstellen. Ab Level 8 kannst du Mitarbeiter Gebäude bauen und Mitarbeiter einstellen. Okay, geht also noch nicht. Wie kann ich jetzt die Snackbar aufwerten? Level 7. Okay. Ah, hier wollt ihr hin. Was sagt das doch? Unterkunft reinigen. Und sauber machen muss ich auch noch. Wie nett. Vielen Dank, jetzt kann ich ohne Angst vor Quallen schwimmen gehen. Ja, kannst du. Beim Kauf eines Premium-Pakets von 100 Muscheln oder mehr gibt es Babette geschenkt. Eine kleine Ziege. Verteilt aber regelmäßig Geschenke in Form von Erfahrungspunkten, Hoteldollars und Sehenswürdigkeiten. Noch so ein Vieh. Na, toll. Seid ihr jetzt bald fertig mit der Reklame? Als Belohnung bekomme ich Geld. Okay, die Sachen können aufgewertet werden. Habe insgesamt 2 kleine Bungalows erledigt. Habe insgesamt 2 Betten einfach, 2 Duschen und so weiter. Ist schon erledigt. Alles schon gemacht. Wie lange bleiben die denn jetzt hier sitzen? 7 Hoteldollar und nochmal 7. Okay, ist auch wieder die Geschichte mit den Pflanzen, dass die dann Boni bringen. Ah, jetzt kann ich es drehen. Das heißt, es ging bloß vorhin nicht, weil es irgendwie noch nicht freigeschaltet war. Aha. Möchtest du deine nächste Erweiterung für dein Resort kaufen? Nee, aber das heißt, ich kann sozusagen meine Insel dann immer weiter aufschütten. Das erklärt natürlich den geringen Platz, den sie bisher hat. Eine Minibar. Da ich noch nicht weiß, wie schnell ich an die weiteren Muscheln rankomme, werde ich die erstmal noch nicht kaufen. So, bekommst du dann noch eine Barhocker. Alle total unselbstständig. Muss man alles selber machen. Oh, die nächsten Gäste kommen. Sonnenschirmchen. Sind die eigentlich begrenzt, wie viel ich davon hin tun kann? So, und eine besondere Dekoration. Da habe ich noch nichts Neues. Aber ich steige gleich auf Stufe 6 auf. Dann habe ich noch eine weitere. Ach, zu den Pools muss man sich auch erst hintragen. Und die nächsten sind da. Sind die anderen schon abgereist? Nee. Haben ihr Budget noch nicht ausgegeben. Eine Minute. So, die Frage ist, wie lange warten die jetzt, bevor die die Schnauze voll haben und wieder abhauen? Ich habe ein Pool einfach. Ein Surfbrett. Und jetzt noch einen von den neuen Bäumen. Na, dann kann ich die ja daneben setzen. Mal gucken, die brauchen dann 9 Minuten. Dafür, dass sie dann gerade mal 7 Hoteldollar bezahlen. Das ist ziemlich aufwendig, die überall rumzuschleppen. Also an sich brauche ich jetzt erstmal noch ein weiteres Bungalow. Highscores. Rang 2000. Bin ich auf jeden Fall noch nicht weit gestiegen. Bei Steam hat es 0 Errungenschaften, aber hier hat es zumindest 152. Mal sehen, was sie dann tatsächlich für Belohnungen bringen. Aber die kann ich mir hier nicht angucken. Okay, das sind Freunde-Geschichten. Ja, das ist immer die Sache, ob das dann bei Steam schon funktioniert, während die ganzen Freundschaftsgeschichten ja meistens eher erstmal bei Facebook relevant waren. Berg- und Safari-Ressort kann ich dann erst deutlich später freispielen. Wenn du alle Teile einer Karte gesammelt hast, kannst du sie gegen die Karte eintauschen. Also das nächste Bungalow bauen. So, das Ding ist fertig. Dann kann ich es jetzt einrichten.
So, und du kostest jetzt 214. Das sind 645 knapp. Dann haben sie schon mal deutlich weniger Kohle übrig. Aber dass sie nicht alle zusammen an den Strand gehen können, ist auch ein bisschen nervig. Und was sind das? Okay, das sind meine Touris aktuell. Ich frage ja auch, wie viel Kohle sie noch übrig haben. Das heißt, da kann ich das dann direkt immer anschauen und gucken, wen ich noch zum Geld ausgeben verleiten sollte. Allzu viel gibt es hier letztlich nicht zu tun. Genau, das Level 10 zu erreichen. Da fehlt ja dann nicht so viel. Mal sehen, was es dann da noch extra gibt. Außer den 10 Muscheln. Eine Boosterkiste auf jeden Fall. Ich denke mal, die werde ich auf jeden Fall erreichen können, weil so schwierig sollte das nicht sein. Aber mal sehen, ich weiß gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte dafür notwendig sind. Ah, okay, da oben steht es 19.000, also 7.611 noch bis zum nächsten Level. Wenn es hier mal bloß 8 EP gibt und so weiter, dann ist das schon recht wenig. Aber hier gibt es ja zumindest ein paar mehr. Das sind sozusagen bis Level 80 noch so die Hauptmissionen dann, indem ich dann von Level zu Level tragen sollen. Mal sehen, wie gut das gelingt und wie schnell ich da tatsächlich im Level aufsteige, dass sie dann freigeschaltet werden. Okay, aber das scheint immer zwischendurch wieder zu kommen. So, nächste Baum. Ja, also in der Hinsicht hat es sehr große Ähnlichkeiten letztlich zum Horse Farm, auch wenn die Grafik ein bisschen älter aussieht. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein anderer Grafikstil und sonst sind sie inhaltlich doch recht ähnlich. Soweit für heute für die neuen Clicker, Idle und Incremental Games und mehr davon dann beim nächsten Mal.